In der ersten Fastenwoche, liebe Schwestern und Brüder, begegnen wir so etwas wie einem Instrumentarium für diese Zeit. Jesus selber, die alttestamentlichen Texte geben uns ein Instrumentarium für diese Zeit. Und heute ist es wiederum, wir hatten das diese Woche schon einmal, das Instrumentarium des Gebetes. Sehr präzisiert hier, des Bittgebetes. Nun werden wir sagen, naja, wir kennen kein Gebet so gut wie das Bittgebet. Wir sind eigentlich ständig, wenn wir beten, haben wir irgendein Anliegen und dann bringen wir das vor. Die Texte führen uns noch einmal genauer ein in der Verfolgungssituation der Esther, die ein intensives Bittgebet, das ist viel länger als das, was wir gehört haben, an Gott richtet. Und Jesus bemüht sich in dem, was er den Jüngern hier erklärt in der Bergpredigt, die Intensität, nicht nur den Jüngern, sondern auch uns, heutigen Jüngern, vor Augen zu führen. Dabei hat auch das Bittgebet seine Tücken. Die Tradition der Väter weiß darum. Offenbar gibt es zwei große Gefahren. Die erste große Gefahr ist die große Sonderaktion. Bittgebet, jetzt ist etwas und jetzt muss ich irgendwie was Großartiges in die Wege leiten. Es müssen Bücher her, es müssen neue Impulse her, es muss am Ende eine neue Sprache her. Hören wir mal, was zu dieser Gefahr die Tradition der Väter sagt. Als der Altvater Antonius einmal in verdrießlicher Stimmung und mit düsteren Gedanken in der Wüste saß, sprach er zu Gott: Herr, ich will gerettet werden, aber meine Gedanken lassen es nicht zu. Was soll ich in dieser meiner Bedrängnis tun? Wie kann ich das Heil erlangen? Bald darauf erhob er sich, ging ins Freie und sah einen, der ihm glich. Er saß da und arbeitete, stand dann von der Arbeit auf und betete, setzte sich wieder und flocht an einem Seil, erhob sich dann abermals zum Beten. Und siehe, es war ein Engel des Herrn, der gesandt war, Antonius Belehrung und Sicherheit zu geben. Und er hörte den Engel sprechen: Mach es so, und du wirst das Heil erlangen. Als er das hörte, wurde er von großer Freude und mit Mut erfüllt, und durch solches Tun fand er Rettung. Also nicht die Sonderaktion, sondern das ganz Normale. Die Tätigkeit verrichten, in die wir gestellt sind. Das, was wir zu tun haben. Und das gewissenhaft tun. Und es immer wieder mit der Normalität christlichen Betens zu unterbrechen. Was anderes ist ein geistlicher Rhythmus. Die zweite Gefahr, die Delegation. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, es gibt ja auch Sonderleute, die beten. Also Kloster oder Priester, das ist, glaube ich, von vorgestern. Aber früher war das zumindest so, dass sie Leute des Gebetes sein sollten. Oder früher hatte in den kinderreichen Familien jeder noch irgendeine Tante im Kloster. Die wurde dann mit Zettelchen beheftet und beschickt in Briefen mit all den Anliegen der Familie. Das ist natürlich nicht schlecht, aber wir neigen dazu, das zu delegieren. Es sollen eigentlich andere für uns erledigen. Ein Bruder sprach zum Altvater Antonius: Bete für mich. Der Greis entgegnete ihm: Weder habe ich Erbarmen mit dir noch Gott. Wenn du dich nicht selbst anstrengst und Gott bittest. Nehmen wir das mit heute. Nicht die Sonderaktion und nicht die Delegation. Wir müssen uns mit dem, was uns am Herzen liegt, was uns betrifft, schon selber in aller Ruhe, in der Gelassenheit der Arbeit, die wir zu tun haben und in dem, wie wir beten, an Gott wenden. Und das unablässig.